Hier, komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Mhm. Dann los. Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Okay. Bitte schön. Na los. Gut, Achtung. Na komm. Hier durch. Wir müssen hier irgendwie raus. Was du nicht sagst. Pass auf, was du sagst. Okay, alter Mann. Mann! Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Siehst du was? Es ist eine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? Was machen wir jetzt? Wir halten stand. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Bereit machen. Ich weiß. Schon zurecht. Das Gefühl habe ich aber nicht. Konzentrier dich, wir schaffen das. Da kommen mehr. Wie viele von ihnen gibt es denn? Keine Ahnung. Bleib einfach dran.
was? Einer von den großen Scheißkerlen! Kleine. Ja? Ich glaube, wir haben es geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Keine Infizierten. Was habe ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Von einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Los, weg hier! Komm schon! Komm mit! Okay.
Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. James hat gesagt, dass sie das bei der Uni waren. Wie viele von uns sind dort gestorben? Oh, Mist.
Das wusste ich nicht. Scheiß auf David. Ich lasse es nicht drauf ankommen. Ich will das erledigen und heimgehen. Ich friere mir den Arsch ab. Hey, ist sie da? Sie ist nicht hier drüben. Hab ich dich. Oh, Scheiße. Hey, sie ist hier drüben. Ich bin super. Dafür zahlst du, du kleines Miststück. In dieser Hütte! Wo sind sie?
Wanderweg. Okay. Der sollte hier rausführen. Dann mal los. Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Oh je. Super. So, das war's. Krass. Oh. Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Wie komme ich hier raus? Hm.
Ich will hier nicht festsitzen. Wo geht's hier raus? Auf dieser Seite der Hütte! Schließt auf! Okay. Da ist der Ausgang. Ich rette dir das Leben. So ist gut. So ist gut. Fühlst du dich? Super.
Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Dummes kleines Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen, Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Verdammt, wo bist du?
Ellie! Wo ist sie hingelaufen? Okay, los. Tod, Arschloch! Achtung, ist gefährlich! Hab dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Halt ihn fest! Scheiße! Was willst du von mir? Was soll das?
Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt sieh mich an. Sieh her. Ich hole die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frag ihn doch! Na los! Ich leg nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Nein! Mach schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch! Guck sie an! Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du noch mal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht verdammt echt aus. Infiziert. Was? Sie ist infiziert und geflohen. Das ist schlecht, Dennis. Okay. Versammelt alle, die nicht bewaffnet sind und bringt sie weg von hier. Wir finden das Mädchen. Und töten sie. Los. Oh, verdammt. Mir reicht langsam. Er ist diesmal zu weit gegangen. Ich sag das schon seit Monaten. Genug ist genug. Die Clan hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Machen wir klar, Schiff. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. Das muss sie sein. Sie ist nicht hier drüben!
müssen die Kleine finden. Wir müssen weiter suchen. Zu einem echten Problem werden. Wir haben schon ein Problem. Wir werden es lösen. Oh, Scheiße! Gleich hier! Nicht verlieren! Sie ist weg. Verteilt euch! Hey, sie ist hier drüben! In diesem Gebäude! Dafür zahlst du, du kleines Miststück! Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Sie lebt. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Sag dir mal, wie es abläuft. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Joel, ich komme schon damit zurecht. Das nennt man Glück und es hält nicht ewig. Hörst du das? Schnell! Es sind viel zu viele! Also raus hier! Komm mit!
Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst?